Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer! Am vergangenen Montag hatten wir die Anhörung zum Qualifizierungschancengesetz. Für die Zuschauer, das bedeutet, ungefähr ein Dutzend Experten stellte sich den Fragen der Mitglieder des Ausschusses. Wir Mitglieder des Ausschusses haben uns etwas gewundert, denn diese Experten waren teilweise besser und früher informiert worden über Änderungen, die in letzter Minute noch von der Regierung in dieses Gesetz eingebaut wurden. Herr Minister, wenn Sie Änderungen einbauen, dann gehören die zunächst in den Ausschuss und zuerst in das Parlament. Und wenn Sie meinen, Änderungen gehören zuerst in Richtung der Experten geschickt oder an die Zeitung mit den vier großen Buchstaben und dann ins Parlament, dann ist das vor allen Dingen eins, dann ist das eine grobe Missachtung des Deutschen Bundestages. Montag die Anhörung, Mittwoch die Sitzung im Ausschuss, heute die Verabschiedung hier. Da dürfte jedem klar sein, Änderungen, die dort vorgeschlagen worden sind, die können so schnell gar nicht in rechtssichere Änderungsvorschläge überführt werden. Das ist vielleicht keine Frage, die Ihnen, den Regierungsparteien, Ihre Mitglieder stellen, gerade in Richtung der SPD, die Ihnen noch verbliebenen paar Prozent von Wählern, die folgen Ihnen in Nibelungentreue, die beklatschen letztendlich jeden Unsinn, den Sie vielleicht irgendwo noch verabschieden oder planen. Nur, die Wähler der AfD, die Mitglieder der AfD, die stellen durchaus Fragen. Die sind kritisch, darauf bin ich stolz, und die lassen es sich nicht gefallen, wenn Sie aus einem Gesetzgebungsverfahren in dieser Form eine Demokratiesimulation machen. Und wir lassen uns das auch nicht gefallen. Und es gab ja nun wirklich durchaus Ansätze, die es wert gewesen wären, in das Gesetz noch überführt zu werden. Sprechen wir über Mitnahmeeffekte. Sie meinen, Mitnahmeeffekte kann man dadurch ausschließen, dass man sagt, innerbetriebliche Weiterbildung werden nicht gefördert. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie haben ein dünn besiedeltes Gebiet, ein hochspezialisiertes mittelständisches Unternehmen. Wie soll denn da Weiterbildung funktionieren auf einem hohen Niveau, wenn nicht innerbetrieblich? Sie können das auch überregional machen, dann haben Sie lange Anfahrtswege und damit sinkt dann natürlich die Bereitschaft zur Teilnahme an diesen Weiterbildungen. Und auf der anderen Seite, in den Ballungsgebieten, da haben wir gut vernetzte Beutegemeinschaften von Verbänden, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, angeschlossenen Bildungsträgern. Die freuen sich heute schon über die fetten Fleischtöpfe, die da anrollen, und die freuen sich noch mehr über Ihre Naivität, mit der Sie meinen, Mitnahmeeffekte verhindern zu können. Und ein weiteres Beispiel, Förderung von besonders gut geeigneten Arbeitnehmern. Das machen die Arbeitgeber sehr gerne. Gerade Mitarbeiter mit hohem Potenzial zu fördern. Und auf der Strecke bleiben die, die vielleicht nicht so gut geeignet sind. Aber gerade die brauchen eigentlich die Weiterbildung. Der DGB hat in diesem Zusammenhang gefordert, sogenannte Qualifizierungsvereinbarungen in Unternehmen zu schließen. Mitarbeiter, Arbeitgeber vereinbaren gemeinsam einen Qualifizierungsplan, der dafür sorgt, dass eben halt keiner auf der Strecke bleibt. So ganz nebenbei gesagt, wenn der DGB nicht mal nicht gegen rechts kämpft, dann scheinen die sogar gute Ideen zu haben. Aber auch diese Idee hat es leider nicht in ihr Gesetz geschafft. Wir stehen grundsätzlich der Idee des lebensbegleitenden Lernens positiv gegenüber. Insofern begrüßen wir dieses Gesetz insgesamt. Die Änderungen oder die Umsetzung allerdings, die erscheint uns schon problematisch. Deswegen werden wir uns heute bei diesem Gesetz enthalten und wir werden die Umsetzung kritisch begleiten. Wir wünschen uns allerdings, dass es zukünftig hier Gesetzgebungsverfahren gibt, die unserer parlamentarischen Demokratie genügen. Und ich hoffe, dass auch diese Regierung die Bereitschaft zeigt, zu lebensbegleitenden oder vielleicht besser gesagt regierungsbegleitenden Lernen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Abgeordnete Johannes Vogel für die FDP-Fraktion. Entschuldigung, die Präsidentin ist schon eine Zeile weitergerückt in der ersten Redeliste. Also, ich korrigiere mich.
Das Wort hat der Abgeordnete Peter Weiß für die CDU-CSU-Fraktion und die FDP folgt darauf.